Freunde! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Heute wollen wir endlich den vierten Titanen, den Lufttitanen, abschließen. Ich hoffe, das schaffen wir alles in einem Part. Beim Feuertitan haben wir uns ja gar nicht so schlecht angestellt. Ich hoffe, die Leistung können wir beibehalten. Und dann sammeln wir noch ein paar Erinnerungen. Und dann gehen wir ins Finalschloss. So sieht der Plan für die nächsten Parts aus. Ich denke mir, dass das ist machbar. Jetzt checke ich erstmal ab, was hier ist. Geht's da nicht weiter nach oben? Doch, ich dachte es schon. Ich wollte gerade sagen, okay. Wo muss ich hin? Jetzt sind wir auf der Oberseite. Okay. Aber ich denke, viel wichtiger für uns sollte ja erstmal die Karte sein, oder? Das Problem ist, ich habe vergessen, wo der Kartenstein war. Ich weiß, nicht so intelligent, ja, aber ich habe das halt vergessen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Lass mich hier nach oben treiben. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Ich sehe ihn noch nicht. Ich sehe ihn noch nicht und vielleicht, wenn wir mal ganz nach vorne laufen, dann könnte das vielleicht was bringen. Oh fuck, will ich das? Will ich das wirklich? Will ich das, was ich hier tue, gerade wirklich machen? Aber da vorne könnte was sein. Ohne Frage. Hier ist eine Truhe. Okay, sie haben auf jeden Fall an die Spieler gedacht, die hier vorlaufen. Sprich, sie müssen auch irgendwie geschaut haben, dass die Spieler, die hier vorlaufen, boah, ein antiker Riesenkern, auch wieder zurückkommen. Also ich hoffe einfach mal, dass ich hier auch noch backkomme und... Kann ich da runterfliegen? Schaffe ich das? Aber hier komme ich nicht hoch. Doch, hier komme ich hoch. Okay, ich könnte einfach da runter. Das wäre auf jeden Fall ein Notfallplan. Falls ich hier nicht weiterkomme. Ja, vielleicht sollte ich das direkt tun. Warum nicht? Warum nicht, Freunde? Warum nicht direkt hier runter? Und dann einfach mal den Titan erstmal ohne Karte erkunden. Kann ja nicht so schlecht sein. Du haust mir bitte ab. Sehr gut. Hast du irgendwas blockiert? Okay, den Weg nach oben. Aber der interessiert mich jetzt gerade noch gar nicht so. Ich schaue mich jetzt erstmal hier auf seinen Füßen um. Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr luftig. Man hat hier sehr, sehr viel Freiraum. Was machst du? Also du hast den Weg nach innen mal blockiert. Und hier sieht es mir irgendwie so aus, als könnte hier der Kartenstein sein. Ist auf jeden Fall eine Truhe. Ich dachte, ich habe da gerade das Auge gesehen. Ja, da. Direkt in der Mitte. Zack. Was blockierst du denn? Zack. Einfach in die Seite treten. So gehört sich eine antike Achse. Ja, ist ja alles ganz, ganz schön und nett, aber nicht fortschrittbringend. Das ist mein Problem. Was haben wir noch da vorne? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Auch hier könnte ich nach oben kommen. Aber hier ist vorerst mal nichts. Oh, aber hier haben wir eine Gondel, mit der wir fahren können. Verdammt, ich hätte mir merken sollen, wo der Kartenstein ist. Dann wäre alles viel, viel einfacher gewesen. So, wenn ich jetzt hier reinsteige. Ach, die Gondeln. Die Gondeln sind bestimmt das, was ich mit dem Kartenstein dann steuern kann. Hiermit geht es auf jeden Fall nicht. Okay, da werde ich mich darum kümmern. Ja, unsere Priorität ist klar. Ich werde mal hier in der Innenseite nochmal nach oben gehen. Ich weiß, dann lande ich wieder im Innenraum, glaube ich. Da, wo wir ganz am Anfang rein sind, aber... Wir kriegen das schon hin. Ich werde jetzt nicht einfach mal weiter geradeaus nach vorne gehen. Da vorne sehe ich ihn doch. Der ist doch ganz offensichtlich hier, alles klar. Sehr schön. So, und dann mit dem Kartenstein können wir dann noch viel einfacher die Module finden, um ihn wieder zu befreien. Also wir haben hier auf jeden Fall Spielchen mit Magnetismus. Das ist schon mal in Ordnung. So, und brauche ich mein Feuerschwert eigentlich hier oben? Ja, brauche ich. Oh, that's not good. Zack. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Aua, du Arsch. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen. Ich hätte mir vielleicht dann noch was kochen sollen. Was, habe ich was gegen Kälte? Ich habe nämlich nicht mehr viel, das ist das Problem. Ja, ich habe noch was gegen Kälte. Für 5 Minuten. Ja, okay, das werde ich mir dann für den Final Boss Fight aufheben. Die Lanze lasse ich mal. So, jetzt befasse ich mich mal hiermit. Gebt mir die Karte.
Dann möchte ich auch gerne sehen, was ich beeinflussen kann. Ich schätze mal die Gondeln. Oder ich kann irgendwie dafür sorgen, dass sie so nach, sich nach rechts und links neigt. Und sich dann alle... Ja, doch, das ist es wahrscheinlich. Ich kann wahrscheinlich sagen, ob in der Rechts- oder Linkskurve fliegen soll. Und dann drückt es halt alles nach links und rechts. So bewegen sich dann auch die Gondeln auf den Schienen hin und her. Ich schätze, das werde ich ihm sagen können. Aber jetzt gucken wir erstmal. Okay, alles in den Flügeln. Alles an der Hinterseite der Flügel. Ja, und ich kann die Neigung einstellen. Da sehen wir schon. Titanensteuerung, neigen. Ja. Okay, wie erwartet. So, und wie immer werde ich hier... Sieht aus, als hättest du die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Vamedo... Ja, das ist mir schon bewusst. Um Medo zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Jetzt kannst du wirklich mal unter Beweis stellen, ob du als Held was taugst. Ja, in Ordnung. Du bist ja schon tot, ne? Okay. Nein, ich denke, der Titan ist machbar. Ich werde mich einfach von rechts nach links durcharbeiten. Ich werde erstmal auf diese Seite des Flügels gehen. So, wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier rein setze und dann dem Titan sage, ja, neig dich mal nach unten. Ja, dann sollte es mich nach da drüben ziehen. Kann die Gondel bitte losfahren? Ja, macht sie jetzt. Bam! Haben wir das Auge gekillt? Nein. Oh, that's not good. Komme ich da irgendwie ran? Fuck. No! Das ist nicht gut. Okay, ich muss jetzt nochmal sagen, in die andere Richtung bitte. Fuck. Das hätte ich besser anstellen müssen. So, ich gehe hier ganz vorne hin. Schieß nach oben. Und erwisch das Auge dann hoffentlich. Nein! Nein! Scheiße. Oh, man. Bin ich jetzt dumm oder was? Was tue ich hier? Oh, das ist ja ganz schön knapp. Scheiße. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Das Auge ist riesig. Nein! Jetzt raste ich langsam aus. Wie kann ich denn so inkompetent sein und dieses Auge nicht treffen? Ey, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Wie gesagt, ich reg mich über mich selber auf. Nicht über das Spiel. Nicht falsch verstehen. So. Das. Okay, jetzt haben wir es. Oh, endlich. Aber es ist auch schwierig, weil man leicht an die Decke schießt. Aber in Ordnung. Nach zweimaligen Fail oder dreimaligen sind wir jetzt ja da. Ist ja jetzt schön. Ist ja alles gut. die Gondel rattert wieder runter. Und bitte auch in den Innenraum. Ja. Sehr schön. Top. Und hier sollten wir jetzt hoffentlich dann direkt das erste... Ja, das Siegel sollte wahrscheinlich direkt hier oben sein. Ja, da ist es. Okay. That was easy. Sehr schön. Nummer 1 ist schon mal aktiviert. 4 Kontrollsiegel fehlen. Oh. Wenn ich das aktiviere, geht sogar das Gitter hier auf. Und das sollte mir vielleicht sogar helfen, direkt zum nächsten noch zu kommen. Okay, auch das werde ich abchecken. So. Ich höre hier erstmal Monster. Ah ja, von wo kommst du denn? Von da oben. Du mal weg. Und du mal weg. Dann werden auch keine neuen Monster mehr produziert. So, was? Wie funktioniert das hier? Ich schaue mir das Ganze aus. Ich stelle ihn erstmal wieder waagrecht. Du sollst ihn... Oh nein, waagrecht sollst du ihn stellen. So, ja genau. Okay. Wie funktioniert das hier? Wir können hier oben... Das hier können wir bewegen. Was habe ich davon? Und vor allem, was ist das hier? Kann ich das mit dem Stasis-Modul? Nein. Ich weiß leider noch nicht ganz, was hier Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Ich neige den mal in die andere Richtung, damit ich mal jeden Status sehe, wie das hier aussieht. Ah, okay.
Kapiert. Dieses Gitter hält auf. Dieser Hammer muss da drauf schlagen. So, nein, jetzt habe ich ein Stasis-Modul. Das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Oh Mann. Ich bin blöd. Okay, wie kriege ich das Gitter auf? Dafür müssen sich wahrscheinlich diese Teile drehen. Ah, und damit die sich drehen, muss ich wahrscheinlich hier was tun, oder? Wenn ich das hier aktiviere, dann kommt der Wind rein. Okay. Ja, wenn ich jetzt mit dem Magnet das zweite da hinten auch noch hole, dann sollten sich ja beide drehen und hoffentlich die Gitter aufgehen, oder? Liege ich da in meiner Planung richtig? So, fang jetzt bitte an, dich zu drehen. Genau, der drückt jetzt den Button. Und dann geht's auf. Jetzt kann ich es auch wieder loslassen, weil ich brauche es jetzt nicht mehr. Die Tür bleibt ja auf. Ja, genau. Okay, ja, auch der war machbar. That was easy too. Drei Kontrollsiegel. Und jetzt muss ich auf die andere Seite des Flügels. Dann bin ich hier in dem Teil schon mal fertig. Da oben wäre noch eine Truhe gewesen. Ja, aber... Pff, juckt mich jetzt eigentlich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Und bevor ich mich jetzt hier irgendwie groß den Kopf verrenke, wie ich da hochkomme, würde ich einfach sagen, gehen wir doch direkt auf die andere Seite, oder? Kann, glaube ich, nichts Schlechtes sein. Da unten wäre noch eine Truhe. Die hole ich gleich. Da oben war noch ein Auge, habe ich gesehen. Ungefähr da. Nice. Getroffen. Epic. Zack, damit ist dieser Eingang schon mal offen. Und... Okay, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Ich hole mir erstmal die Truhe da. Okay, aber ich merke schon, man kann hier, wenn der so schräg steht, sehr, sehr, sehr gut fliegen. Da muss man ein bisschen drauf achten. 5 Bombenpfeile, okay. Ich gehe mal unten lang. Und glaube ich, da irgendwie mich nach oben arbeiten kann. Hier unten ist auf jeden Fall nicht. Da drüben ist zwar ein Stein, aber hier ist jetzt keine Gondel oder so, die ich nutzen kann. Dann stelle ich den mal wieder auf gerade. So. Und dann nutze ich hier mal diesen Aufwind, wenn der wieder gerade steht. Gehe oben auf den Flügel drauf und schaue, was ich von da regeln kann. Zack. Theoretisch könnte ich ja da... Ich könnte da was übertrieben Gewagtes probieren. Nehme ich einfach jetzt hier runter. Sollen wir es probieren? Nehmen wir jetzt runterfallen können wir ja nicht, ne? So, ne? Zack. Oh, ist das dumm, was ich hier tue. Aber es geht. Es geht. Es geht halt einfach. Die Frage ist nur, wie ich wieder zurückkomme. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Really. I don't know it. Kontrollsiegel übrig. Na sowas, du hast es ja fast geschafft. Ja, ja, Schnauze halten. So, ja klar. Aber wenn ich ihn jetzt in die andere Richtung drehe, sprich hier nach unten, dass ich nach oben komme, ja, dann ist das gar kein Act. Dann ist das kein Act, dann haben wir das hier, glaube ich, wirklich regelkonform geholt. Ich zücke meinen Gleiter. Zack. Lande hier. Stell ihn wieder gerade. Und alles ist cool. Okay. Ich denke, wir haben hier ein bisschen getrickst. Denke ich. Aber obwohl, hier ist ja auch nichts. Das muss, glaube ich, schon so gemacht werden. So, ich habe jetzt mal hier genug Faxen gemacht. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen ernsthaft werden. Wir müssen auf jeden Fall da drüben in diesen Eingang kommen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, hier in der Mitte mit diesen... So. Müssen wir jetzt hier mit diesen... Genau, mit diesen Elementen wieder rüber rattern. Okay, der muss... Da hoch muss ich, ne? Okay, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Hoch, dann rattern die ganzen Steine hier runter. Genau. Da sollen sie auch hin. So. Dann bitte wieder in die gerade Position. Dann hole ich mir mit dem Magneten den komplett her. Muss ich das überhaupt machen? Ja, wahrscheinlich schon. Weil, jetzt sage ich dem Vogel bitte andere Richtung. Dann knallt es hier dagegen. Oh, scheiße, nein, das... Oh doch, das kann klappen. Okay, wieder Mitte bitte. Mitte bitte. Jetzt kann ich ja eigentlich hier hochklettern. Ja. Wupp, wupp. Noch ist alles cool. Hier ist
auch eine Truhe. Aber viel wichtiger ist mir, dass ich eigentlich darüber in den Flügel komme. Boah, wie viele Reaktorkerne man hier einfach findet. So. Ja. Very nice. Und hier sind die letzten beiden Kontrollsiegel. Eins wahrscheinlich hier hinter dem. Da muss ich aber einfach nur das Auge abschließen. Und dich. Oh, du Drecksvieh, ne? Gib mir erstmal die Pfeile. Wo ist es jetzt? Es ist weg. Well, that's okay. Und komme ich von hier schon hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, 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 da muss er schräg stehen. Aber wenn er schräg steht, dann ist auch das machbar. Ich bin in dem muss runter, muss er runter. Fuck, falsche Richtung. So, so muss er. Genau, dann kann ich da nämlich ganz easy reinfliegen. Top. Und auch das vierte Kontrollsiegel gehört uns. Ich komme gut voran. Also ich muss sagen, beim ersten hatte ich noch leichte Probleme bei dem Elefanten, ne? Da dachte ich mir schon so, okay, die könnten, diese ganzen Titanrätsel könnten alle ganz schön schwer werden. Aber wenn man hier ein bisschen überlegt, mit System vorgeht, dann sind die schon machbar. Dann sind die echt machbar. Also so wirkliches Kopfzerbrechen hatte ich nur am allerersten, weil ich nicht wusste, dass man den Rüssel bewegen kann. So, okay. Jetzt checken wir aber mal ab, was hier geht. Wenn ich das boxe, dann ist hier Wind. Ah, und ich kann da Bomben reinlegen. Runde Bomben. Genau so. So, und jetzt muss ich der Titan so drehen. Genau, dann rollen die Bomben dahin. Und bam. Weg damit. Aber was habe ich davon? Was habe ich dadurch erreicht? Naja, ich kann jetzt diesen Hammer... Nein, Moment mal. Was ist da drüben? Ich sehe da noch nichts. Was genau habe ich jetzt erreicht? Die Tür muss aufgehen. Und dass die Tür aufgeht, muss dieser Button da gedrückt werden. Wenn ich jetzt hier Bomben reinlege... Ah, Moment mal. Die rollen darüber. Und oh, wenn die darüber rollen, kann ich da noch was freisprengen. Okay. Ich schau dir zu, Bombe. Du machst das ganz toll. I love you. Boom. Und da ist eine Eisenkugel. So. Dann muss ich die Eisenkugel jetzt aber erstmal da rausrollen. Den Luftkanal mache ich auch mal zu. So, komm da mal raus. Oh yes. Genau so. So, Titan, bitte wieder gerade. Ja, doch, wir haben das gleich. Wir haben das gleich. So, dich nehme ich jetzt. Dann du hier hin. Leg dich da mal rein. Und jetzt Titan in die andere Richtung. Dann rollt die Eisenkugel da drauf. Bam! Und das Gitter geht auf. Ich komme zum letzten Siegel. Und wir haben den Titan schon wieder in 18 Minuten geknackt. Damn. Das ist also wirklich die Titan, finde ich fast ein bisschen enttäuschend einfach. Also wirklich, in anderen Zeldas brauchst du 2 bis 3 Parts, um die Dungeons zu lösen. Und hier rattert man sehr schnell durch. Hier rattert man sehr schnell durch. Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit in Gang setzen. Werde ich machen. Guck mal auf deine Karte. Den großen leuchtenden Punkt siehst du ja wohl, oder? Da musst du hin. Jetzt ist nicht die Zeit, dich auf deinen Lorbeeren auszuruhen. Immerhin gesteht er uns Lorbeeren zu. Das ist ja auch schon mal was. Nein, ich bin gespannt, was er sagt, wenn wir ihn wirklich komplett befreit haben. Ein ganz blöd ist er nicht. Klar, sehr von sich selber überzeugt. Kein großer Fan von Link, weil Link ihm vorgezogen wurde und so weiter. Alles, boah, alles verständlich. Aber wenn wir ihn jetzt wirklich befreien und das Monster besiegen, gegen das er gestorben ist, dann denke ich schon, werden wir Anerkennung von ihm bekommen. Glaube ich. Erwarte ich irgendwo. So, wir kämpfen jetzt gleich gegen dieses Viechen. Wir werden wahrscheinlich hier oben kämpfen. Deswegen esse ich jetzt hier mein Food, was mich gegen Kälte schützt. Dann kann ich nämlich... Ja, doch so ein... Obwohl, soll ich lieber mit dem Einhand... Ja, komm, ich kämpfe lieber mit dem Einhandschwert und dem Schild. Beim Bogen nehme ich den 38er ganz... Komm, nehmen wir den 38er. Da machen wir keine Faxen. Sehr schön. Hier. Aktivieren. Jetzt wird's interesting. Bin auch gespannt, wie er aussieht.
Wir hatten jetzt, glaube ich, einen, der mit Axt gekämpft hat, einen mit Lanze, einen mit Schwert und Schild. Dann wird der vielleicht einen Hammer... Ne, mit Bogen. Ich glaube nicht, dass die mit Pfeil und Bogen kämpfen. Aber es würde zum Volk passen. Okay, eine Hand. Oh Gott! Das sah aus wie eine Kanone. Ganons Windfluch. Doch, ich glaube, das ist ein Fernkämpfer. Pass auf dich auf, hörst du? Ja, mach ich. Den Fehler, den ich vor 100 Jahren gemacht habe. Damals hat diese Ausgeburt Ganons mich erwischt. Ja. Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber... Räche mich, Link! Okay. Sei vorsichtig, ist sehr treffsicher. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. So, ich laufe jetzt hier erstmal ein bisschen hin und her, um einfach so ein Angriffsmuster anzuziehen. Okay. Laserschüsse. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Mhm. Oh, 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 oh. Was zum Fick? So, ich denke, wenn ich hier bleibe... Jetzt macht er wieder einen Wirbelsturm. Kann ich mit dem Wirbelsturm irgendwie interagieren? Wo ist er jetzt hin? Da hoch. Moment mal. Bringt es mir was, wenn ich hier hochfliege? Nein! Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir gegen den kämpfen können. Nein. So. Und dann schlage ich seine Laser einfach zurück. Glaubt ihr, das geht? Glaubt ihr, das geht? Oh, jetzt kommt ihr mit seinem blöden Wirbelsturm. Naja, da muss man einfach nur auf Distanz gehen. Okay. Ja, hau mal ab. Ja, zack! Ich habe ihn zurückgefeuert, aber habe ich ihn damit Damage gemacht? Ich weiß es nicht. Schieß doch nochmal, Kollege. Einen habe ich zurückgefeuert. Na, scheiße, ich krieg's nicht hin. Aber das Schild hält's noch aus, was mich wundert. Scheiße, zu spät geschossen. Okay, probieren wir es nochmal. Schlag doch! Nee, das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich bin zu blöd. Wenn ich auf seine Waffe schieße? Das ist ja pissig, oder? Das war ein Headshot. Kann ich ihn wirklich nur mit Pfeil und Bogen besiegen? Glaubt ihr, das geht? Ich nehme mal Bombenpfeile. Ich nehme sie einfach mal. Ja, komm! Bam! Okay. Wind, 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 Wind. Okay, jetzt. Ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade eine Idee. Sollen wir einen antiken Pfeil zücken? Okay, es hat ein bisschen Damage gemacht, aber... Oh, er liegt am Boden! Oh, er liegt am Boden! Das macht ihm richtig viel. Das mag der ja mal gar nicht. Oh, du Scheißfine. Okay, ich kann nicht immer meine antiken Pfeile auspacken. Die wären zu übel. Aber vielleicht... Blitzpfeile! Magst du die? Und sonderlich treffsicher ist der jetzt auch nicht, ne? Ja, wir können ihn schon nur mit Pfeil und Bogen besiegen. Aber wenn du dich so weit unten, ne? Wieder in meine Form begibst, dann... Oh, scheiße. Okay, sein Wirbelwind macht Damage. Ich darf jetzt nichts essen, was meinen Kälteschutz überschreibt. Scheiße. Okay, in meiner Essensvorbereitung bin ich sehr limitiert. Irgendwann, wenn mein Kälteschutz weg ist, dann muss ich halt mein Feuerschwert auf den Rücken nehmen. Okay, jetzt haben wir ordentlich Damage gemacht. Jetzt endet er nochmal sein Muster. Wir können den nur mit Pfeil und Bogen besiegen. Wir können den nur mit Pfeil und Bogen besiegen. Das ist machbar. Ich nehme wieder mein Feuerschwert auf den Rücken. Das darf halt nicht kaputt gehen. Ey, 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 ey. Was geht denn jetzt ab? Er wird gar nichts. Ich laufe jetzt einfach mal hier. Mal gucken, was die machen. Ich laufe hier einfach immer hin und her. So, was macht der damit? Was können die? Okay. Er macht da so einen... Okay. Wenn ich hier bleibe... Was macht der? Ich bin noch nicht ganz sicher.
was seine komischen Viecher hier machen. Was er mit denen vorhat. Zack, ich habe ihn getroffen. Wenn ich immer hinter dem Ding bleibe, dann kann der mich ja gar nicht treffen, ne? Nochmal getroffen. Doch. Wir regeln das einfach mit Pfeil und Bogen. Ich mache da gar kein großes Palaver. Okay. Du musst dich konzentrieren. Moment mal. Wenn ich jetzt mit Bombenpfeilen angreife, dann sollte ich ja die um ihn rum treffen, ne? Scheiße. Ich laufe einfach immer wild im Kreis. Jetzt schießt er wieder auf alle. Die feuern jetzt wieder wild um sich. Aber wenn ich einfach aus seiner Range raus... Fuck. Lauf. Der ist gleich down. Der kann nicht so viel. Oh, nice. Wieder getroffen. Bam. Nochmal getroffen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt nehme ich mein Feuerschwert auf den Rücken. Dann habe ich die Temperaturprobleme nicht mehr. Und dann kann ich irgendwas futtern, was mir... Ja, komm hier. Irgendwas, was mir fett Angriffsboost gibt. Hier 4 Herzen plus Angriffsboost. Ich laufe einfach... Hey, warum habe ich mein Feuerschwert nicht auf dem Rücken? Warum habe ich das nicht auf dem Rücken? Das habe ich doch... Ich habe es gerade verloren. Das darf nicht wahr sein. Das brauche ich. Ansonsten habe ich ein Problem. So, aber ich habe den Angriffsboost. Wo ist er? Wo ist er denn? Hallo? Da! Oh, hallo! Komm her. Okay, jetzt haben wir es gleich mit Bombenpfeilen. Brauche ich die Bombenpfeile überhaupt? Die kann ich mir eigentlich auch sparen. Jetzt fange ich an, beim Boss meine Items zu sparen. Ja. Ich würde sagen, mit den nötigen Mitteln, die wir hatten, haben wir ihm gegeben. Ja. Oh boy. Wenn du Fernkampf machst, dann mache ich auch Fernkampf. Der Platz ist wieder so eklig, da kommt der ganze schwarze Schleim raus, ne? Damit will ich nicht in Kontakt kommen. Aber damit haben wir alle Titanen zurückgewonnen, Freunde. Jeder Titan steht jetzt auf unserer Seite. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Jetzt bin ich gespannt, was unser Vorfahre der Orni uns jetzt zu sagen hat. Oder der Recke der Orni. Sehr schön, noch mein Herzcontainer. Her damit. Hup, hup. Ding! Yay! Unser erstes Herz in der neuen Reihe. Feuerschwert bitte auf den Rücken. Nein, jetzt bin ich auf Wegwerfen gegangen. Bin doch blöd. Ausrüsten natürlich. So. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich weiß, dass ich den Titan dann nicht mehr betreten kann. Ich will trotzdem. Jetzt bin ich gespannt. Oh, du hast ihn wirklich besiegt? Angeber. Aber gut, immerhin hast du meine Seele damit befreit und Medo ist auch wieder in unserer Hand. Nicht schlecht für deine Verhältnisse. Als Belohnung werde ich dir meine vollendetste Kunst schenken, die Kraft Aufwinde entstehen zu lassen. Ihr Name lautet Rivalis Sturm! Geiler Scheiß. Ich für meinen Teil werde Medo in Gang setzen und den Angriff auf Garnon vorbereiten. Wenn du dann in Schloss Hyrule mit ihm kämpfst, kannst du auf unsere Hilfe zählen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Na los, dann geh schon. Gibt doch noch ein paar Sachen zu tun, oder?
Ein sehr, sehr stolzer Krieger. Die Prinzessin. Sie wartet schon ein ganzes Weilchen auf dich. Das weiß ich. Und es wird dann nicht mehr lange dauern, bis wir sie befreien. Nicht mehr lange. Das sieht geil aus. Aber habe ich es euch nicht gesagt? Wo wird sich der Titan hinsetzen? Boah, dass der das aushält. Leck mich am Arsch. Das sieht epic aus. Das sieht sehr epic aus. Und jetzt feuern schon 4 Laser aufs Schloss. Gut, Medo. Das Ziel haben wir erfasst. Wir müssen Ganon mit Adleraugen im Blick behalten. Wenn Link gegen ihn kämpft, kriegt er dann eine gewaltige Ladung ab. Ich hoffe, du hältst bis dahin durch. Naja, 100 Jahre haben wir ja schon zusammen gewartet. Das schaffen wir den Rest auch noch. Er klang gerade sehr... So langsam muss ich wohl zugeben, dass er gar nicht schlecht ist. Er hat es in diesen Titanen geschafft, dabei kann er nicht einmal fliegen. Er hat vollbracht, woran ich gescheitert bin. Er ist von uns beiden der Stärkere. Große Worte von ihm. Du bist der Schlüssel, du warst es immer. Aber er konnte es Link nicht ins Gesicht sagen. Da war er zu stolz für. Boah, episch. Ich habe gerade echt wieder ein bisschen Gänsehaut. Ey, wie oft ich jetzt einfach in diesem Spiel schon Gänsehaut hatte. Verrückt. Aber von der alle 4 Titanen sind jetzt wieder in unserer Hand. Alle. Revali-Sturm haben wir auch noch drin bekommen. Halt jetzt zum Aktivieren X gedrückt. Link. Link. Ich danke dir. Du hast alle Titanen zurückerobert und die Seelen der Recken erlöst. Sie werden bereit sein, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon kämpfst. Und ich? Ich warte auch auf dich. Nicht mehr lange, Zelda. So, die 4 Titanen hat einen neuen Zielpunkt bekommen. Und zwar in Kakariko. Oh, Impa hat uns nochmal was zu sagen, oder? Ja, da werde ich nicht lange warten. Wenn Impa nach mir ruft, dann werde ich da sein. So, Freunde, beim nächsten Mal werden wir noch alle restlichen Erinnerungen suchen. 2 Schreine werde ich noch machen, dann kann ich mir nochmal einen weiteren Herzcontainer holen. Ich habe aktuell noch 2. Und dann wird es Richtung Schloss Hyrule gehen. Ja, Freunde, es ist langsam soweit. Das Schloss wartet und ich bin echt ein bisschen aufgeregt, dahin zu gehen. Das könnte sehr, sehr, sehr spannend werden, aber davor müssen noch große Vorbereitungen treffen. Ich muss noch viel kochen, sehr viel kochen. Und noch irgendwelche Waffen aus Sortimente wählen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man sich da am besten vorbereitet. I don't know it. Ich weiß auch nicht, ob wir erstmal vielleicht sterben werden. Aber jetzt hören wir uns daran, was Impa zu sagen hat. Direkt vor der Haustür gelandet. Super. Hä? Moment mal. Das Schwert hat seinen Meister gefunden. Ach so, das heilige Bandschwert. Ja, bla bla bla. Sie sind alle da. Daruk, Obosa, Rivali, Mipha. Vor 100 Jahren kämpfte ich auch an ihrer Seite. Doch ich konnte nichts tun, um sie zu beschützen. Sie starben, ohne ihr Schicksal zu erfüllen. Stets plagte mich die Vorstellung, ihre unglücklichen Seelen würden keinen Frieden finden. Aber jetzt spüre ich sie kraftvoll wie eh und je. Sie hatten die Hoffnung nie aufgegeben. Gewiss waren sie überglücklich, dich wiederzusehen.
Wir alle haben nur ein Ziel. Nun, da Ganons Macht geschwächt ist, bietet sich die Gelegenheit. Die Zeit ist gekommen, der Prinzessin zur Seite zu stehen. Ach so, das Ziel hat sich nochmal aktualisiert. Ganon lauert in Schloss Hyrule. Auch jetzt, da wir den Schutz der Titanen auf unserer Seite wissen, ist Ganon von einer mächtigen Kraft geschützt. Du solltest mit Bedacht voranschreiten. So, wir haben ein weiteres Hauptziel geschafft. Was sind denn noch unsere Hauptziele? Erinnerungsfotos, das werden wir noch machen. Oh, stimmt, wir müssen uns auch unsere Belohnung abholen. Wie konnte ich das vergessen? Oh Mann, ich vergesse das immer, ne? So, das werden wir natürlich noch tun. Man bekommt da immer ziemlich cooles Zeug. Ich denke, wir werden hier vielleicht nochmal einen epischen Bogen bekommen. Kann ich mir vorstellen. Wir haben immer eine Waffe bekommen. Wir haben eine Lanze bekommen. Wir haben das fette Zweihandschwert bekommen. Wir haben Säbel und Schild bekommen. Ja, dann werden wir jetzt wahrscheinlich noch einen epischen Bogen bekommen, den ich dann auf jeden Fall im Kampf gegen Ganon einsetzen werde. Insofern er stärker ist als welche, die ich aktuell habe. Weil meine Bogenauswahl ist wirklich not so bad. Dagegen kann man nichts sagen. Aber da haben wir wirklich nur zwei Hauptziele. Ganon und die Fotos. Die Fotos machen wir beim nächsten Mal. Und dann ist Ganon dran. Wen suchst du? Kiel, wo bist du? Unser Nesthäkchen Kiel ist verschwunden. Ich frage mich, wo sie wohl sein könnte. Sie wird doch nicht zu den Brüderfelsen gegangen sein, um ihr Lied zu üben. Ich werde da mal nachschauen. Aber eigentlich wollte ich eher zu eurem Anführer. Denn ich möchte mir was abholen, was mir gehört. Hier vorne steht der, ne? Nein. Der ist noch weiter oben. Diese fette Eule war das, ne? Ja, richtig. Oh, es freut mich, dich wohlauf zu sehen. Ihr konntet Vamedo tatsächlich besänftigen, nicht wahr? Aber was frage ich? Er sitzt ja nun ganz friedlich dort oben über dem Dorf. Was für ein erhabener Anblick. Die Legende besagt, der Strahl des Titanen wird die Verheerung durchdringen. Vamedo wird von nun an die Schutzgottheit unseres Dorfes sein. Seine Legende ist mit deiner verbunden. Ho, 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 ho. Ach ja, ich muss noch deine Belohnung überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Truhe. Nachfahre des Recken, mir fällt es jetzt erst auf, dein Schwert. Ist das etwa das heilige Bannschwert? Du gleichst dem Recken der Hylianer, der vor 100 Jahren an deiner Seite von Rivale gekämpft hat, bis ins Kleinste. Bist du etwa... Ja, bin ich. So, was hast du für uns? Einen Adlerbogen, 28 mal 3. Holy shit, den werden wir auf jeden Fall im Kampf verwenden, das sage ich euch. Jetzt muss ich nur gucken, welchen ich dafür wegtue. Ja, diesen 9er Bogen, komm, der ist echt vollkommen Wumpe. 28 mal 3 ist halt echt heftig, ne? Nice. So, und jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Daumen nach oben wäre nice. Und ich zisch jetzt erstmal ab. Ja! Hui! Thank you.